Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk Phantom Liberty. Okay, stimmt, wir hatten ja noch eine Belohnung. Fällt mir mal ein. Na komm, dreh dich bitte mal ein bisschen mehr, Auto. Husch. Eine Belohnung wartet, da habe ich jetzt keine Zeit, irgendwie zu warten. Okay, einfach irgendwelche Polizisten oder so. Gut, brauchen uns nicht großartig zu interessieren. Na, ich sage es echt nicht schlecht daran. Ich achte schon wieder viel zu wenig auf die Straßen. Hier müssen wir nämlich rauffahren. Gut, war ja auch ein bisschen was an Aufwand, von daher. Ist das, glaube ich, auch ganz okay soweit. Genau, machen wir Platz. Dankeschön. Dass wir da dran vorbei können. Ja, ist das nett. Das habe ich hier aber auch, mein lieber Kollege. Alle wollen sie mich hier umbringen. Okay, dann mal wieder nach Doktor rein. Es kam auch gerade die Durchsage beim Ladebildschirm. Ja, wie gesagt, Cortez ist jetzt gestorben. Und dass Bennett wohl jetzt übernommen hat. Und wohl die Jagd auf uns eröffnet hat. Mal schauen. Was das dazu bedeuten hat. Allerdings, wir haben es ja in Verkleidung gemacht. Also in Tarnung, von daher. Müsste schon erstmal die Zwillinge treffen. Gehe ich mal schwer von aus. Ja, da geht's auch wieder ordentlich ab. Das ist nicht mein Problem. Gut, dann sind wir aber schon fast da. Ja, ich glaube, hier können wir ganz gut bremsen, parken. Okay. Hübsch, hübsch. Naja. Danke fürs Geld. Sehr freundlich. So, diesmal kommen wir dann hier auch ohne größere Probleme rein. Ohne jemanden umbringen zu müssen. Mach du mal. Warum haben das jetzt hier die Junkies übernommen? Was heißt Junkies? Obwohl, ja doch, sind es eigentlich ja schon. Da ist wohl zu. Was geht, ha? Ich scheinbar nicht durch diese Tür. Okay. Und so, okay. Das ist der Voodoo Boys. Aber, wie es aussieht, hat sich das gerade erledigt. Hier geht es nämlich nicht durch.
Geh nach Hause! Na gut, dann ist das wohl verbuggt. Alles klar. Ich kann ja mal versuchen, wenn ich das neu lade. Ob jetzt vielleicht die Tür auf ist? Wie gesagt, manchmal bringt das ja was. Ja, weniger. Gut. Alles klar. Lassen wir das. Also doch noch Bugs hier drin. Also Game-Breaking-Bugs, meine ich. Warte mal, wenn ich hier unten rumgehe. Ne, aber hier ist ja auch überall zu, ne? Ja. Es könnte doch ganz außen rumgehen. Ah. Okay. Gut, dann geht's wohl doch. Ich habe nur den falschen Weg gewählt. In Ordnung. Dann Aaron ist in der Nähe. Geht's direkt weiter. So, euer Wagen ist da. Schick ist er ja schon. Da kann man ja nichts sagen. Weißt du, dass die zwei knattern? Schick ist er, schnell ist er. Cooles Ding. Hier unten, okay. Naja, mach dir mal. Das ist ja nicht mein Problem. So, ich müsste hier mal kurz parken. Genau, ja, das war halt das, was wir in der Zwischensequenz auch mal hatten. Beziehungsweise im Ladebildschirm. Ah. Na, na, wer hat noch Wetten abzugeben? Letzte Chance! Wer von denen ist Aaron Waynes? Aaron? Orange Shorts. Und wer ist der andere? Will Corey. In Dogtown geboren und aufgewachsen. 100 für eine Wette. Bist du dabei? Letzte Chance. Ein echter Profi. Okay, ich setze auf Aaron. Hm.
Ich hoffe mal, der kriegt das hin. Ich kann ein bisschen nachhelfen. Sehr gut. Das war's! Es ist vorbei! Wayne's Gewinn durch K.O. ist einfach viel zu stark! Nett, den Kampf mal nicht hinzuschmeißen, ha? Fick dich, Will. Cool. Könnt ihr reden? Nicht so. Okay, na dann. Echt starke Rechte. Danke. Ich bin Vee. Fred schickt mich. Wow. Der Alte meinte, er kennt jemanden. Ich dachte, er lügt. Hör mal, Vee. Es gibt da etwas, um das ich mich kümmern muss. Mit gefährlichen Leuten. Dafür brauche ich jemanden, der knallhart ist, der mir dabei den Rücken frei hält. Interesse? Okay, ich helfe dir. Worum geht's denn? Bei den Scavs gibt's eine Klinik, die gehört einem Ripper namens Damir. Ich kenne ihn aus meiner Zeit bei den Animals. Unsere Crews haben eng zusammengearbeitet. Mein nächster Kampf ist echt wichtig. Muss vorher zu Damir. Und dabei brauche ich deine Hilfe. Lässt du einen Ripper dein Chrom vor dem Kampf übertakten? Wie kommst du denn darauf? Ich kenne ein paar Boxer, hab selbst gekämpft. Aber selten in einem echten Ring. Ah, Fred lässt dich in seinen Hobbykämpfen antreten. Hast du jemanden Bekannten besiegt? Razor Hughes. Wow, echt? Hab eine Weile mit Razor trainiert. Kaum jemand hatte die Eier, sich mit ihm anzulegen. Gegen wen trittst du an? Vince Marino. Kennst du den? Der Name sagt mir was. Weißt du, ein guter Freund von mir liebt es, übers Boxen zu tratschen. Nun, Vince ist ein ehemaliger Schwergewichtschampion. Gute Technik, super Distanzkontrolle. Nicht mehr ganz jung, aber er schlägt zu wie ein Presslufthammer. Ein Albtraum für einen Boxer mit meinem Stil. Warum brauchst du Schutz vor den Scavs? Ich dachte, ihr arbeitet zusammen. Nicht ich. Meine Gang. Oder eher Ex-Gang. Aber Damir ist ein anständiger Typ. Der hilft mir. Wir müssen nur zu ihm. Es ist eine scheiß Geschichte, Vee. Den Rest erzähle ich dir dort. Also, sind wir uns einig? Sag mal, die Animals. Hast du die Gang fürs Boxen verlassen? Die Gang hat mich erst unterstützt. Mit Training, Implantaten. Aber ich hatte bald die Schnauze voll von Kompromissen. Boxen war mir wichtiger. Die Gang fand das nicht so toll. Es war am Ende keine freundschaftliche Trennung. Alles klar. Ich helfe dir. Perfekt, danke, Vee. Ich muss hier noch ein paar Sachen erledigen und so. Danach sehen wir uns in Terra Cognita. Hm, okay. Na dann, erledige du mal. Da geht's wohl schon direkt weiter. Hm. Ja, mit Johnny hätten wir auch noch reden können, aber das habe ich dann jetzt leider verpasst. Okay. Jui. Dann lass es da mal weg. Wenn ihr nicht geht, wenn ich hupe, kann ich auch nichts dafür. Müsst ihr doch nicht mehr hupen. So, was habt ihr jetzt wieder für Stress hier? Ist da jemand? Wie gesagt, da uns sollen sie eigentlich nicht. Da uns, bei uns sollen sie nicht hinterher sein.
Ah, können oben rum. Das hat ja niemand gesehen, dass wir das waren. Bisschen Verlust ist immer. Auch hier sieht es gar nicht mal so gemütlich aus. Es ist langweilig, komm raus! Ich glaube, ich soll mich doch hier durchballern. Okay, ich warte. Cool, cool. Wie? Schön, dich zu sehen. Hier lang. Okay. Terra Cognita. Beeindruckend, finde ich. Naja, eher wie Pacifica auf Steroide. Oder das Stadtzentrum nach einer Bombe. Pacifica ist eine stinkende Leiche. Doktorin lebt und Terra Cognita ist das verfickte Kronjuwel. Du klingst ja begeistert. War in DT, solange mein Vater hier auf dem Bau war. Als alles den Bach runterging, sind wir hinter die Mauer gezogen. Bin jetzt ein Jahr wieder hier. Seit ich aus der Gang raus bin. Hm. Na, Probleme? Das große Gebäude da. Damirs Klinik ist hinten drin. Warte mal. Ich muss dir noch was sagen. Okay, spuck's aus. Also, die Wahrheit ist, meine Kämpfe waren manipuliert. Angie, die Alpha der Animals, hat entschieden, wann ich K.O. gehe. Über einen Chip in meinem Kopf. Scheiße. Innenohr Disruptor. Sie legt den Schalter um und ich kippe um wie ein Fisch an Land. Du meinst, dass andere Ripper den Chip nicht richtig rauskriegen? Du willst den, der ihn installiert hat. Genau. Und das soll heute passieren. Ich wollte Boxer sein, aber durch sie wurde ich zu einer Lachnummer. Wenn ich wieder falsch K.O. gehe, kriege ich nie mehr einen Kampf. Das ist meine letzte Chance. Dann nutzen wir sie auch richtig. Na gut, ja. Die guten, manipulierten Sportwetten. Dann, okay, stellt sich die Frage, macht ihr Stress, wenn ich da reingehe? Die Skeffs haben hier zig Wachen. Hast du eine Idee, wie wir zu Damir kommen? Noch nicht, aber mir fällt schon was ein. Meinst du? Wer? Ich bin schon irgendwo gegen gelaufen. Weiß auch nicht. Das glaube ich auch.
So. Jetzt reinschauen. Dankt. So lange gebraucht, bis du gestorben bist. Das Messer brauchen wir nicht unbedingt. Na komm, wir räumen auf. Schadet ja alles nix. So, die Herren. Der ist sich voll lieb. Okay. Aber wir haben da hinten ja noch Nachschub. Also kriegen wir die drei und ich glaube die normalen dann ein oder zwei. Ist ja gut zu wissen. Oh, okay. Oh, da ist was. Naja. Okay. Hier ist schon wieder mehr los. Komm, zieh das nicht in die Länge. Das kriegt ja also mit. Okay. Ah, der hat's mitgehört, okay. Okay, das war's mit euch. Dank. Dann kümmern wir uns jetzt um den Rest. Schnatz. Ja. Oh, du hilfst mit, nett. Willst du ihn von da hacken? So, auf Wiedersehen. Gerne. Hallo. Macht sich ja mit den Granaten.
noch jemand? So, waren Sie das jetzt? Nee. Mach sie alle! Drago von Celsia! Wieso dem Wichser? Okay. Aber läuft. So gefällt mir das. Cool. Naja. Die Zugangskarte für den Aufzug. Na dann. Wo ist denn noch jemand? Ah, ja, du bist schon mit dabei. Cool. Ja. Gut, das war's mit euch. Da geht's erstmal nicht rein. Scheiße, die machen uns platt. Ach was, das passt schon. Oh, waren einige. Das waren tatsächlich einige hier. Sehr schön. Ja, darf vielleicht nicht runterfallen. Hui. Was glaube ich auch so, wie es aussieht. Aaron? Damir. Lange her. Du weißt, was ich will. Hab dir gesagt, du sollst hier nicht aufkreuzen. Und dann kommst du auch noch mit Mietmuskeln. Wer ist das? Aaron hat Ärger erwartet. Ich halte ihm den Ärger vom Leib. Ihr versteht das nicht. Wenn Angie das rausfindet, lande ich mit Zementstiefeln und einer Kugel im Kopf in der Bucht. Damir, du bist der beste Ripper in halb Dogtown. Angie rührt dich nicht an. Hilf mir einfach mit dem Chip. Bitte, du musst. Scheiße. Verdammte Scheiße. Okay, aber schnell. Auf den Stuhl mit dir. Wie? Mhm. Ich hab echt Angst, dass ich nicht wieder aufwache. Kannst du hier warten? Bitte? Ja, können wir machen. Aber gut, das machen wir dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.